Das ist einfach ein Goldschatz. Er ist wie eine Initialzündung. Neben ihm zu stehen, heißt auch, Feuer zu fangen. Zusammen musizieren zu können mit Maris ist eine absolute Freude. Gott ist Musik für Maris und er dient diesem Gott. Ich glaube nicht, dass Maris Jansson sich so wahnsinnig viel entwickeln musste, denn es war alles da. Nur er hat jetzt noch die Mittel gehabt, es mit dem Besten der Besten auch umzusetzen. November 2017. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks auf Europa-Tournee. Lugano, Luxemburg, Brüssel, London, Wien, Mailand. Eine Reise von Erfolg zu Erfolg. Das liegt auch am berühmten Chefdirigenten des Orchesters. Dies ist seit 2003 der aus Lettland stammende Künstler Maris Jansons. In London wird Jansons kurz vor seinem 75. Geburtstag mit einer der höchsten Auszeichnungen für klassische Musik geehrt, der Goldmedaille der Royal Philharmonic Society. In der Begründung der Jury heißt es, Jansons sei einer der größten Musiker unserer Zeit. Sein Dirigat eine kraftvolle Kombination aus Disziplin und Inspiration. Die japanisch-britische Pianistin Mitsuko Uchida überreicht Jansons die Auszeichnung. Sichtlich bewegt. Eine bescheidene Zeremonie für einen Preis, der Jansons ganz wichtig ist. Das ist natürlich eine sehr große Ehre und Anerkennung. Auf der Medaille ist geschrieben Beethoven. Und Beethoven ist immer mein besonders Lieblingskomponist. Und dann auf den Medaille, wenn Sie sehen, seinen Namen, das macht mir diese Medaille noch mehr wertvoller. Riga. In der von Hitler-Deutschland besetzten lettischen Hauptstadt wird Maris Jansons am 14. Januar 1943 geboren. Ein Wunderkind ist er nicht. Jansons selbst sieht sich eher als Spätentwickler. Als ganz kleines Kind, 6 oder früher, ich weiß nicht, das war die 5. Symphonie, die erste, was ich nicht nur gehört habe, aber was ich habe sofort gebeten, dass meine Eltern mir eine Partitur geben. Wenn ich war krank zu Hause und glücklich, dass ich musste nicht in die Schule gehen, dann sofort zuerst, ich habe gesagt, Mama, bring mir bitte Partitur von Beethoven 5 und ich spiel mir bitte. Erstmals nach 60 Jahren und voller Spannung kehrt er in die Wohnung seiner Kindheit zurück. Das ist der, wo ich gewohnt habe. Die Wohnung ist inzwischen ein kleines Museum geworden, das an einen lettischen Schriftsteller erinnert. Die Räume sind fast unverändert geblieben. Eine Überraschung für Jansons. Das ist interessant, ja? Yes. Das war das Kabinett von meinem Vater. Das war. Hier war ein Zimmer, wo wir haben gegessen. Das heißt hier, gegessen. Hier war Schlafzimmer. Hier war ein Wand, deswegen das war Schlafzimmer. Und hier ist mein Spielzeug und ich habe hier gespielt. Seit 51 war hier nicht. Das ist schön, dass die Frau hat uns so nett erlaubt, hier zu kommen. Aber das ist jetzt Museum. Das ist unglaublich. Vater war Dirigent und Mutter war eine Sängerin, Mezzosoprano. Und sie haben keinen Babysitter gehabt.
Und ich war jeden Tag mit meinen Eltern in Opernhaus. Hier habe ich Fußball gespielt. Jeden Tag. Wir sind gekommen. Diese Fenster haben wir vielmals kaputt gemacht. Hier war Hausmeister. Und sie war immer so böse mit dem Ball und das kaputte die Fenster. Und, aber das war, wir haben hier, ich habe nach der Schule sehr viel. Hier waren meine Freunde. Die Sommer verbringt der junge Maris Jansons mit seinen Eltern in einem Haus an der Ostsee. Glückliche Kindheitserinnerungen. So, hier vielmals. Ich war hier, wir sind gekommen, dann hier. Dieser Strand ist so schön. Früher, das war überall, so wie hier. Nichts, keine Gebäude, ganz nur Natur. Im Sommer meistens mein Vater auch kam hier. Ich meine nach 1952. Aber bis 1952, wir waren immer alle zusammen hier. Jansons Mutter ist jüdischer Abstammung. Für sie ist die deutsche Besatzung lebensbedrohlich. In einem Versteck bringt sie Maris zur Welt. Ihr Bruder und ihr Vater werden von der SS ermordet. Es war mein Großvater und mein Onkel, der Bruder von meiner Mutter und der Vater. Ja, sind ermordet. In hier während der Okkupation. Und ja, das war sehr, sehr schwierige Zeit und tragische Zeit für meine Mutter, natürlich auch für meinen Vater. Und meine Mutter hat natürlich wahnsinnig Angst, weil sie jeden Tag könnten auch sie verhaften und ermorden. Jansons Kindheit ist von Nähe und Zuneigung geprägt. Seine Eltern fördern das große musikalische Talent des Jungen. Da kann ich nur dankbar meinen Eltern sein, weil sie haben mir diese Atmosphäre gezeigt. Ich bin gewachsen in dieser Atmosphäre. Und sie haben mich so ohne Druck irgendwie in diese Richtung gebracht. So, wissen Sie, wie ein Sonnenstrahl, der zeigt Ihnen, schau, geh, das ist die Sonnenstrahl, geh du diesen Weg. Schon als kleines Kind nehmen die Eltern ihren Sohn mit in die Oper. Hier wächst er auf. Hier sammelt er die ersten Eindrücke von Opern. Noch heute ist er eine große Leidenschaft. So, das ist mein Gang. Da bin ich immer gelaufen hier. Mein Vater war schon im Orchester vor dem Krieg. Er hat in diesem Orchester Geige gespielt. Aber nach dem Krieg hat er angefangen zu dirigieren. Ich war als Kind jeden Tag hier. Mein Vater hat mir viele wunderbare, kurze Ratschläge gegeben. Aber er hat mir, ich werde das nie vergessen, hat mir gesagt, wenn ich habe vielmals gefragt, Papa, nun, was muss ich entscheiden in vielen Fragen im Leben? Er sagt, weißt du, Maris, wichtig ist, frag dein Herz. Und er wird dir richtig antworten. Ich habe gesagt, Papa, was bedeutet das? Er sagt, das ist, wenn du jetzt stellst eine Frage, ja, ein Problem, den ersten Moment, was du kriegst schon Antwort, ersten Moment, was kommt von deinem, vom Herz. Nach schon einer Sekunde ist zu spät, dann kommt schon Kopf. Auch die Erinnerungen an die Mutter sind stark. Ich erinnere mich, wenn sie gesungen hat, ja, während der Proben und während der Vorstellungen. Besonders war natürlich Carmen.
Das war etwas Besonderes und deswegen für mich auch Carmen ist irgendwie symbolisch geblieben als ganz etwas auch Spezielles, weil das mit meiner Kindheit gebunden ist. Kommen Sie, das ist Bühne. Gefühlt, bevor wir zum Arbeitsplatz. Hier bin ich gesessen und dann meine Mutter hat für Carmen gesungen. Am Ende der, des ersten Aktes, ich habe dann geschrien, bitte nicht meine Mutter berühren, du ganzen Saal. Vater hat mich weggebracht. Ich war, ich glaube, 5 Jahre alt. Wien, Herbst 2017. Die beiden Konzerte im Musikverein ausverkauft. Viele der Orchestermusiker haben ihren Chefdirigenten von Anfang an erlebt. Sie arbeiten seit 15 Jahren mit ihm zusammen. Viele nehmen Veränderungen im Arbeitsstil von Jansons wahr. Es ist ja so eine Art Erntezeit jetzt auch. Wir erleben in den letzten 1 bis 2 Jahren einen sehr gelassenen Maris Jansons, der dem Orchester sehr vertraut und Klänge sich entwickeln lässt. Und ich glaube auch für ihn, dass es eine wirklich erfüllende Zeit ist, das gemeinsame Ergebnis dieser langen Zusammenarbeit jetzt gemeinsam zu erreichen und zu genießen. An die ersten Anspielproben auf Tourneen, die immer sehr hektisch waren und angespannt und wo Herr Jansons eben nochmal durch alle Stücke hetzen wollte und alle schwierigen Stellen anspielen wollte. Inzwischen fragte das Orchester oft, brauchen Sie die Stelle, was wollen Sie noch? Und es geht sehr viel entspannter zu. Also das ist sehr, sehr schön. Während die Orchestermusiker die Bühne betreten, versucht Jansons, seine Anspannung in den Griff zu bekommen. Immer vor der Probe, vor dem Konzert, sehr nervös. Oh ja. Hat zu tun mit dem Gefühl, dass ich vielleicht habe übertriebene Verantwortlichkeitsgefühl. Oder mein Nervensystem. Schwierig zu sagen. Vielleicht alles zusammen. Maris Jansons ist jemand, der sein ganzes Leben den großen Komponisten und der Kunst gewidmet hat und widmet. Dieses nie von sich glauben, dass man etwas Besonderes ist, ein richtiger Diener der Musikwelt. So wie wenn jemand sich der Religion sozusagen verschreibt, oder? Dem Gott dient. Ich war erstaunt, wie Maris Jansons beim Dirigieren aussah. Für mich wirkte er so wie ein 25-30er junger Mann. Es war gleichzeitig elegant, es war witzig, es war sehr ernsthaft, es war sehr tiefsinnig
sehr emotional. Was freut mich besonders, dass das Orchester jetzt hat einen wärmeren Klang, wärmer, rundere, mehr transparente und sie sehr schön auch klingen beim Pianissimo. Das ist das vielleicht das Schwerste, was überhaupt zu bekommen in einem Orchester. Und wir haben sehr viel in diese Richtung gearbeitet und die Resultate sind sehr positiv. St. Petersburg. Hierhin folgen Jansons und seine Mutter 1956 dem Vater. Arvid Jansons ist Assistent beim legendären Dirigenten Jewgeni Mrawinski. Die Stadt heißt Leningrad. Und der 13-jährige Maris, der nur Lettisch spricht, muss jetzt Russisch lernen. Besuch in der Spezialschule für Musik, Treffen mit Freunden. Valentina Fedoseeva ist die Direktorin und Mark Reisenstock ein ehemaliger Cellolehrer und Dirigent. Wie die Oper in Riga ist auch dies ein Ort, der für Jansons musikalische Ausbildung und künstlerische Reifung entscheidend war. Sehr starke, schwierige Aufnahmeprüfungen. Und das bedeutet, dass das Kind wird ein Musiker. Natürlich, das ist Elternwunsch, weil die Eltern bringen Kinder. Wenn sie sehen, dass das Kind sehr begabt, natürlich, sie sofort kommen hier und dann man sieht. Sehr, sehr hohes Niveau. Das ist absolut weltfantastisch. Bis heute hat die Spezialmusikschule einen hervorragenden Ruf. So, das ist die Bibliothek. In der Bibliothek werden gemeinsame Erinnerungen wach an die Zeit Ende der 50er Jahre, als Maris Jansons in der Abschlussklasse war. Das ist meine Klasse. Und da bin ich hier. Ja, da bin ich. Sehen Sie, das ist mein Freund. Er hat hier. Unterrichtet Cello, jetzt Dirigent. Ja, das ist auch mein Freund hier. Jansons Vater arbeitet zu dieser Zeit mit den Leningrader Philharmonikern, deren Chef Jewgeni Mrawinski ist. Arvid Jansons bringt in diesen Jahren zahlreiche Werke sowjetischer Komponisten zur Aufführung. Auch Sohn Maris wird später Assistent bei Mrawinski werden. Heute ist St. Petersburg der Mittelpunkt im Leben des vielreisenden Jansons. Immer noch ist er bis zu 250 Tage im Jahr unterwegs. In St. Petersburg lebt seine Familie. Hier trifft er Freunde, hier kommt er zur Ruhe. Aber Freizeit kennt Jansons eigentlich nicht. Er ist ein akribischer Arbeiter, überlässt bei den Vorbereitungen auf die nächsten Proben und Konzerte nichts dem Zufall. Er lebt für die Musik. In St. Petersburg sind die Erinnerungen an die Eltern besonders lebendig. An die Mutter, die trotz traumatischer Erfahrungen mit den Nationalsozialisten keine Ressentiments gegenüber Deutschland hatte. Ich weiß nicht, ob ganz tief sie, das ist schwierig zu sagen. Das ist alles, was sitzt sehr tief und ich habe keine Aggressivität gezeigt. Absolut. Nein, überhaupt, man muss versuchen, irgendwie am Ende positiv denken. Es ist nicht leicht. Ich selbst bin sehr kritisch und das gefällt mir nicht. Und das, ach mein Gott, und bin dann wütend und oh, wie kann man das so? Und dann ich will, wissen Sie, kämpfen oder protestieren und so. Das sind alle große Emotionen. Aber und dann später, wenn du so schon mehr philosophisch denkst, dann das Leben ist doch wunderbar.
die Philharmonie, ein weiterer prägender Ort für Jansons. Mein Vater hat hier eine kleine Wohnung gehabt. Wenn wir mit meiner Mutter gekommen sind nach Petersburg, um den Pater zu besuchen, dann haben wir dort gelebt. Und das war direkt Türe zu diesem Balkon. Wenn ich war 14 Jahre alt, dann das war mein zweites Haus. Und hier, ich habe sehr viel gehört, erlebt und dann natürlich später selbst dirigiert, viele Konzerte gegeben. Das ist, wenn ich sagen will, ein Musiktempel. Ein absoluter fantastischer Saal mit einer hervorragenden Akustik, sagen wir, zwischen 10 besten Sälen der Welt. Mit 25 Jahren begegnet Jansons hier dem Dirigenten Herbert von Karajan. Wenn 1968 die Berliner Philharmoniker zum ersten Mal kamen und haben hier Konzerte gegeben, und dann Karajan hat einen Wunsch gehabt, dass er einen Dirigenten-Masterclass machen möchte. Wir waren 12 Dirigenten. Ich war der Jüngste. Dann ich habe dirigiert, ich erinnere mich, Coda vom ersten Satz, vom zweiten Brahms. Und er ist dort gesessen und nachdem er hat geäußert, den Wunsch, dass ich komme nach Berlin, bei ihm zu hospitieren oder assistieren oder studieren. So, und für mich, das war natürlich ein sehr großer Erfolg und Anerkennung. Aber damals war eine sehr starke Diktatur bei uns und sie haben gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Die sowjetische Führung erlaubt ihm nicht, die Einladung Karajans anzunehmen. Erst 1971 darf Jansons Kontakt mit Karajan aufnehmen, reist nach Salzburg. Das war eigentlich ein Gottesgeschenk. Es existierte ein Austausch zwischen Sowjetunion und Österreich. Ich war inkludiert dann in diese Liste, weil Karajan meinen Namen genannt hat. Und dann kam ich nach Salzburg. Es folgt die Einladung nach Berlin zum Herbert von Karajan Dirigentenwettbewerb. Ich habe die Jury gebeten, dass es bei der Auswahl darauf ankommt, um das wirklich große, explosive Talent, jemand, der sich, bei dem man spürt, dass er die Musik wirklich erlebt und sie auch mitteilen kann. Erste Trombon, vor Buchstabe G. Ein Tag vor Buchstabe G. Der Wettbewerb hat begonnen. Probe mit den Berliner Philharmonikern. Jansons ist angespannt. Sagen Sie bitte, ich habe noch Zeit, Professor. Ja? Ja, wissen Sie, ich war so nervös, dass ich kann Ihnen nicht sagen, ob überhaupt hat das Ende geändert oder nicht. Ich weiß, das war ein sehr schwieriger Wettbewerb. War 5 Runden. Das ist erstens sehr viel Programm und 5 Runden, das ist nicht 3 Runden. Das ist das Wichtigste. Wenn diese 3 Takten zusammen ist, dann ist alles in Ordnung. Ta 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 ti 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 ta ti ti ti. Glanzgleich, ja? Nicht schneller, bitte schön, hören einander. Ta 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 ti 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 ti. Das ist das Wichtigste, bitte. Sehr, ja? Noch einmal, ja? Erreichten nach kräfteverzehrenden, nervenaufreibenden Marathondirigaten über Vorrunde, Zwischenrunde, Semifinale, Finale, internes Finalkonzert, Ziel und Sieg in der Philharmonie. Das von 12 Rundfunkanstalten direkt übertragene Schlusskonzert mit den Berliner Philharmonikern. Die Anspannung lässt kaum nach. Jetzt beginnen auch Reporter, sich für Jansons zu interessieren. Er hat sich in allen Runden überzeugend präsentiert, bleibt aber zurückhaltend und bescheiden.
Haben Sie denn auch ein Orchester schon oft dirigieren können? Ja, ich habe manche Konzerte gehabt, nicht viele. Öffentliche mit Philharmonie, ja. Oder? Ein Konzert habe ich mit der Leningrader Philharmoniker. Das war ein Debüt. Ein Sonntagskonzert war im November. Der Russe Jansons konnte auch im Konzert mit der Beethoven-Symphonie, im Finale mit Ravels Daphnis und Chloé-Suite, brillant bestehen. Ein junger Kenner der Partituren und des Dirigierhandwerks. Ich glaube, das war, nachdem ich habe teilgenommen im Kaderwettbewerb, habe zweiten Preis bekommen. Jetzt ich bin der junge Dirigent Maris Jansons und nicht der Sohn von Arvid Jansons. Und dann, ich glaube, das war der wichtige Moment. Ja, jetzt bin ich Maris Jansons. Maris Janson, ebenso zweiter Preis. Der äußerst schwierige Wettbewerb ist eine Wendemarke in der künstlerischen Entwicklung des jungen Jansons. Und Karajan nutzt die Gelegenheit, seine eigenen Verdienste um die Förderung des 28-Jährigen zu betonen. Ein ganz klein wenig bin ich auch schuld an dem zweiten Preis. Er ist nämlich ein Schüler von mir. Dieser Wettbewerb hat so eine große Autorität in der ganzen Welt, weil das mit dem Karajan gebunden war. Ihr seid hier und habt eure Preise gewonnen. Jetzt geht ihr hinaus in die Welt, tragt die Musik hinaus. Und vergesst nicht, dass ihr ausersehen seid, euer Leben in den Dienst des Edelsten zu stellen, der Musik. Das hat geöffnet mir die Türe und in Europa zu dirigieren und viele Einladungen bekommen, weil das war der wichtigste Wettbewerb für Dirigenten. In Wien studiert Jansons seit 1969, unter anderem bei Hans Swarovski, dessen Schüler auch Claudio Abbado und Zubin Mehta waren. Dieses ganze Studium in Österreich war unglaublich. Für mich hat das eine fantastische Schule. Ich habe auch gehört, damals die besten Orchester, besten Dirigenten, besten Solisten, die Kontrolleure, die haben alle mich gekannt. Und ich konnte auch manchmal ohne Karte kommen, weil sie haben mich gesehen und haben gesagt, okay, wir schon kennen dich. Ja. Niemand hat so viel Konzerte besucht wie ich damals. Wien ist natürlich ein Musikzentrum, Stadt Nummer eins für Musik in der ganzen Welt. Und auch die Schule, die Dirigentenschule, war damals berühmt und sehr stark. Saal, das ist eine ganz unglaubliche Atmosphäre. Ich habe so viel dirigiert, verschiedene Seelen der Welt. Und hier ist etwas unglaublich Göttliches in diesem Saal. Nicht nur, weil das klingt wunderbar akustisch, aber hier ist etwas, ja, Heiliges. Ich habe verbracht die besten Jahre in meiner Jugend. Ich bin so gebunden mit dem Geist von dieser Stadt, von Kultur. Man fühlt, dass die Musik fliegt hier überall, durch die ganze Stadt. In Oslo wird Jansons 1979 zum ersten Mal Chefdirigent. Nach 6 Jahren als Assistent des einflussreichen Dirigenten Mravinsky in Leningrad.
together, bitte, together. Ensemble, one, two. Oslo hat mir natürlich sehr viel gegeben, das war mein Anfang. Ich habe auch das Orchester aufgebaut, habe gelernt, was ist Chef. Ich habe ein wahnsinnig großes Repertoire. Ein, zwei. Jansons formt aus den international weitgehend unbedeutenden Osloer Philharmonikern ein Spitzenorchester und bezahlt das mit einem Herzinfarkt. Ich habe Schmerzen bekommen in meiner Brust. Ich habe verstanden, dass etwas ist sehr gefährlich. Und ich habe in diesem Moment geglaubt, okay, ich glaube, ich schaffe bis zum Ende. Es war La Bohème, Oper. Nach einer Minute ist es absolut dunkel und ich bin gefallen. Gott sei Dank, dass ich hatte die Möglichkeit noch den Konzertmeister umarmen und dann bin ich. Aber man, die Musiker sagen, dass ich, wenn ich schon war bewusstlos auf dem Boden, meine rechte Hand hat noch dirigiert. Ungefähr 20 Sekunden. Das kann mich natürlich nicht erinnern. Das kann sein, dass ich vielleicht, ich es kann nicht erklären, was ist das. In Salzburg unterzeichnet Jansons im Jahr 2002 einen Vertrag mit dem Bayerischen Rundfunk. Er wird der neue Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters. Jansons Frau Irina ist stets an seiner Seite. Die studierte Ärztin ist seine engste und wichtigste Beraterin. In der Öffentlichkeit stehen möchte sie allerdings nicht. Mit seinem Wechsel zum Symphonieorchester des BR folgt Jansons auf den bisherigen Chefdirigenten Lorin Mazel. Für die Musiker eine große Veränderung. Das Orchester hatte eine andere Klangkultur. Ich möchte es gar nicht werten, besser, schlechter. Es war einfach anders. Es war viel mehr Wert, wurde viel mehr Wert gelegt auf Präzision, auf technisches Zusammenspiel. Und dann kam Herr Jansons und wollte eine komplett andere Dimension, nämlich Emotionalität. Und mit einem großen Schwung alle. Ganze Zeit großen Schwung, ganz zusammen, bitte. Ich war damals schon wahnsinnig begeistert von dieser Energie und Ehrlichkeit und Gründlichkeit, mit der er immer gearbeitet hat. Auch während der Proben, also nicht nur im Konzert. Er sprach am Anfang wahnsinnig viel mit Bildern, wo wir manchmal dachten, ja, es ist doch schon zusammen. Aber dann ertappte man sich, dass man dann danach dachte, ja, jetzt ist noch mal eine neue Dimension. Das Werksviertel in München. Eine Industriebrache mit kultureller Zukunft. Standort für ein neues Konzerthaus. Schon 2002 wünschte sich Jansons einen eigenen Konzertsaal für das BR-Symphonieorchester. Doch erst 15 Jahre später findet ein Architektenwettbewerb statt, steht schließlich ein siegreicher Entwurf fest. Die Herausforderung ist groß, denn letztlich entscheidet nicht die äußere Hülle über einen gelungenen Konzertsaal, sondern eine unübertroffene Akustik. Wenn wir kriegen jetzt wie eine Extraklasse Akustiker zusammen mit diesen jungen, ich glaube, talentierten Architekten, da gibt es eine sehr gute Chance, einen guten Saal zu kriegen. Der Klang, Akustik muss perfekt sein. Letztlich war Jansons langer Kampf für einen neuen Konzertsaal ein Grund, in München zu bleiben und nicht Chef der Berliner Philharmoniker zu werden. 2015 zog er dort seine Kandidatur zurück. Ich habe verstanden, wenn ich jetzt gehe weg, das wird natürlich sehr kann dramatisch einflussen auf diesen ganzen Kampf. Es existiert schon mehr als 12 Jahre. Und ich habe so ein Gefühl, das wäre nicht schön gegen meine Kollegen. Wie sagt man? Betrug, das wäre ein Betrug. Ganz plötzlich ja sagen, und natürlich, ich habe gefühlt moralisch, dass ich muss unterstützen. Von 2004 bis 2015 ist Jansons nicht nur Chef in München, sondern auch in Amsterdam beim Konzertgebauorchester. Konzertgebau ist ein sehr, ich würde sagen, raffiniertes Orchester, besonders was, wenn es um das Klang geht. Sehr balanciert, sehr so eine transparenten, sehr edle
nicht forcierte Klang. Das Orchester hat einen wunderbaren Saal. Ein Saal für Orchester ist wie ein sehr gutes Instrument für einen Instrumentalist. Ging heut Morgen übers Feld, Tarn auch auf den Gräsern hing, sprach zu mir der lustige Fink, ei du Geld. Ich liebe ihn auch sehr, nicht nur schätze, aber liebe. Wissen Sie, ich glaube, er ist eins von den größten, besten Sängerpersönlichkeiten. Nicht nur in unserer Zeit. Ehrlichkeit. Ganz einfach. So ein ehrlicher Mensch und Musiker gibt kaum in der Welt heute. Er ist ein besonderer Musiker, weil er ein besonderer Mensch ist. Das ist es schlicht und ergriffen. Erstmals gibt Jansons im Mai 2012 mit dem Konzertrebauorchester eine Meisterklasse für Studenten. Mutige, junge Dirigenten wie der Ungar Gergely Mödaros stellen sich den öffentlichen Kommentaren des Maestro. Don't look on me, I will look on you. Good, good, very good, bravo. Could it be? Könnte es ein bisschen ausdrucksvoller sein? Und zwar so, dass man der Phrase stärker folgt. The phrase, if it goes up, let's try to give a little bit of more intensity and let's try to... This is very good. Yeah. I don't think they should give more espressivo. Ich denke nicht, dass sie ausdrucksvoller spielen sollten. Ich finde, sie sollten noch einmal so schön und warm spielen wie am Anfang. Mit solch einem Charme. It's just charming. Die Noten sind nicht so wichtig. Für Jansons zählt, was dahinter steckt. Gestalt und Atmosphäre. Wie muss man mit Musik umgehen? Was ist Musik? Was bedeutet? Wie interpretieren? Was ist der musikalische Stil? Wie muss man mit dem Orchester arbeiten? Wie ist das Dirigententechnik? Überhaupt ein wichtiges Prinzip, das eigentlich das Wichtigste ist, die Qualität. Und nicht, wie viel über sich man schreibt oder spricht oder in Zeitungen gezeigt, im Fernsehen auch oder Reklame teilnehmen. Aber dass sie wirklich ein tiefer, hochqualitativer, professioneller Musiker sind. Probentechnik ist sehr schwierig zu lernen. Deswegen ich habe immer gesagt, meine Studenten, eigentlich Probentechnik können sie nicht lernen, weil sie kein Orchester haben. Wenn sie haben Orchester, dann sie lernen. Dann ist es auch, wie sagt man, ein Prozess vom Studium. Aber so kommen und sagen, jetzt weiß ich es, das ist sehr schwierig. Aber ich immer habe gesagt, geh und hör die Proben vom Dirigenten. Sitz und hör, versuch, bekommen alles, was ist wichtig, analysiere und digest, wie ist auf Deutsch digest? Verdauen. Und verdaue das alles. Für Jansons stehen München und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks inzwischen im Mittelpunkt seiner künstlerischen Tätigkeit. Begeisterung auszulösen vermag er immer noch, bei Musikern und Publikum. Er ist wie eine Initialzündung. Neben ihm zu stehen, heißt auch, Feuer zu fangen. Ich meine, wenn man eh schon lodert, ist das nicht notwendig, aber er ist einfach ein wunderbarer Inspirator und jemand, der keine Note verstreichen lässt, die er nicht auch wirklich mit innerer Passion erfüllt. Und das ist eine seltene Qualität. Ja, pam, pam, pim, pam, pim, 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 pim. Wirklich von hin und her. Das ist so, wissen Sie, eine malerische Sache. Der Maler hat am 3. Symphonie gesagt, ich umarme die ganze Welt. Ich will umarmen. Beethoven hat das schon gemacht. Viel früher. Mit dieser Symphonie. Das ist ein unglaublicher, wissen Sie, das ist Himmel zur Freiheit. Also, da gibt es nichts Schöneres. Wir fühlen den
selben Richtung. Ich glaube, auch unser Puls schlägt fast gleich. Und das Orchester ist nun absolut natürlich eine fantastisch technisch, eine, wissen Sie, so wie eine wunderbare Maschine. Jansons ist auch Chefdirigent des Chores des Bayerischen Rundfunks. Ich schätze besonders an Maris Jansons, wie er arbeitet, mit vollstem persönlichen Einsatz und für mein Empfinden vollkommen uneitel im Geiste der Musik. Jansons liebt die starken Kontraste, das hauchdünne Pianissimo und das kräftige Forte. Mailand, letzte Station der Europa-Tournee im Herbst 2017. Das italienische Publikum im Teatro alla Scala liebt Jansons. Und einer wird im Saal sitzen, der so viele Jansons-Konzerte erlebt hat wie kaum ein anderer Zuhörer. Pro Jahr erleben wir ungefähr 30 Konzerte mit Maris. Jetzt sind wir also bei fast 500 Konzerten angekommen, seit wir dem Maestro folgen. Das ist ungefähr 20 Jahre her. Und warum machen wir das? Weil Maris Jansons einzigartig ist in der Welt der Künstler. Maris gelingt es, Emotionen zu übertragen. Nur wenige andere schaffen das. Ich will lange leben. Ich liebe Leben. Ich habe diesen wunderbaren Beruf. Es macht mir Freude, musizieren. Und ich hoffe, dass ich auch mit meinen Konzerten kann Freude für Publikum machen. Das alles bringt mich, wissen Sie, in eine spezielle, ja, sagen, seelische Höhe. Lebensfreude muss sich entwickeln. Und besonders, wenn man will, weiter leben und weiterarbeiten.